Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu den Brettspiel News. Ich bin Benny von den Brettspiel Suchtis und wie immer am Freitag die News der vergangenen Woche. Ich habe ja ein bisschen überlegt, ob ich die News nicht lieber einen Tag vorher bringen soll, wegen Karfreitag, habe mich dann aber beschlossen, alles beim Alten zu lassen. Ja, zunächst mal in eigener Sache, vor 2 Wochen ist ja die Brettspielscheune online gegangen mit der ersten Folge unserem Scythe Talk. Da haben wir heute ganz frisch aufgezeichnet für euch den Talk zum Spiel des Jahres bzw. Kennerspiel des Jahres 2019. Wir haben so einen kleinen Rückblick gemacht zu viert. Dieses Mal neben Georg, Dennis und mir Tom mit von der Partie. Und ihr könnt gespannt sein, was wir da alles gemacht haben. Also einen kurzen Überblick und dann quasi Favoriten von uns oder Spiele, die möglicherweise zum Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres nominiert werden könnten oder zumindest auf der Empfehlungsliste landen. Und dann mache ich an dieser Stelle direkt weiter mit Spielen, die nun im Handel wieder verfügbar sind oder vorbestellbar sind. Zum einen die Carcassonne Big Box, sie ist wieder verfügbar. Und auch Keyforge, der Teil 2, ist nun entweder gerade auf dem Weg in den Handel oder tatsächlich schon angekommen. Des Weiteren ein Spiel, was mich in den vergangenen Wochen schon mal irritiert hatte, Imploding Kittens. Das hatten wir uns bereits 2018 auf der Nürnberger Spielwarenmesse angeschaut, nun im Handel verfügbar. Ab dem 15.04. befindet sich, oder seit dem 15.04. befindet sich die Munchkin Quest Big Box im Handel und in Kürze verfügbar. Herr der Ringe Reise durch Mittelerde. Soweit zu den Spielen, die in Kürze oder jetzt frisch im Handel verfügbar sind. Zu den News im Bereich Kickstarter, Spieleschmiede und Crowdfunding im Allgemeinen. Der Dennis bastelt gerade an einer Kickstarter-Übersicht, an einer neuen. Wir sind noch unschlüssig, ob wir da eine extra Kickstarter-Folge bringen oder ob wir es in der nächsten Woche in den Brettspiel-News mit einbauen. Da wäre natürlich mal interessant, wollt ihr überhaupt die extra Kickstarter-Übersicht oder sollen die Kickstarter ein fester Bestandteil der Brettspiel-News sein? Falls ihr entweder das eine oder das andere bevorzugt, wäre uns wichtig, schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten sind wir eventuell geneigt dazu, tatsächlich wöchentlich die News aus der Kickstarter-Welt mit reinzubringen, sind aber da noch nicht so hundertprozentig sicher, was wir machen sollen. Die Links zu den Spielen aus Kalenderwoche 16, die gerade aktuell sind, habe ich euch wie immer in die Videoinfo gepackt. Und des Weiteren auch 3 Links zu Artikeln von Spielen auf Crowdfunding-Plattformen. Und natürlich, was diese Woche in aller Munde war, ein geplatztes Kickstarter-Projekt. Das kriegt man ja tatsächlich selten mit, dass ein Kickstarter nicht final ausgeliefert wird oder auch irgendwann in der Realisierung gestoppt wird. Im Normalfall geht doch alles gut. Ich denke, sonst wären der ein oder andere da auch skeptischer. Am 15.04. vermeldete der polnische Verlag Games Factory seinen Konkurs und Schuld an der Misere ist das kriminelle Verhalten des ehemaligen CEOs der kleinen Firma. Er soll nach Verlagsangaben schon in der ersten Februarwoche zurückgetreten und im Anschluss aus dem Land geflohen sein. Die Zeit zwischen Februar und April habe der verbleibende Leiter damit verbracht, die undurchsichtige Lage, die der ehemalige Leiter hinterlassen hat, zu sortieren. Und damit ist das Spiel Solar City, Solarpunk Game und das Board Game Creative Kit vermutlich gestorben. Unterstützer des Spiels verlieren 100% ihres investierten Geldes und das ist ganz schön bitter, denn in Summe geht es für die Unterstützer um 100.000 Euro, die da quasi veruntreut wurden oder wie auch immer man das Ganze an dieser Stelle nennen soll. Ich glaube, das ist nicht zu beschönigen, wenn sich ein Verlagschef einfach so aus dem Staub macht, nachdem er so ein Projekt einfach mal vor die Wand gefahren hat. Schreibt doch hier auch mal in die Kommentare, seid ihr vielleicht tatsächlich sogar davon betroffen, von einem der 2 Kickstarter, oder habt ihr selbst vielleicht schon solche Erfahrungen gemacht? Ich habe in der Brettspielwiese-Gruppe auf Facebook gelesen, dass tatsächlich ein Mitglied der Gruppe geschrieben hat, er hat in Summe bestimmt schon mehrere hundert Dollar versenkt. Ich glaube, allein schon ein Kickstarter mit über 300 Dollar, wo ich dann auch dachte, huch, das wäre für mich Grund genug, glaube ich, nie wieder einen Finger auf Kickstarter zu setzen, beziehungsweise überhaupt nur einen Klick auf Kickstarter zu
machen, wenn ich so ein Erlebnis gemacht hätte. Natürlich schade, dass dadurch auch andere Verlage so ein bisschen, wie soll ich sagen, einen Dämpfer erhalten oder einfach das Nachsehen dadurch haben, weil es schwarze Schafe in der Branche gibt. Ich denke, die meisten wollen es ja eigentlich umsetzen. Ich habe mir jetzt zu Ohren gekommen, eine Meldung, dass tatsächlich die Macher der Spiele vielleicht doch versuchen, noch eine Umsetzung zu finden. Wie das Ganze dann ausschaut, das weiß man aktuell noch nicht. Soll es dazu News geben, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Kommen wir nun zu den Ankündigungen. Briefcase erscheint bei TL Games auf Deutsch. Bereits 2012 erschien das Spiel in englischer Sprache und zwar bei Artipia Games. Das Ganze ist ein Wirtschaftsspiel für 2 bis 4 Spieler und dauert 45 bis 60 Minuten. In Briefcase bauen die Spieler ihr eigenes Geschäftsimperium auf, indem sie verschiedene Unternehmen erwerben und aktivieren. Jedes Unternehmen hat eine besondere Fähigkeit, die dem Spieler Vorteile verschaffen für den Rest des Spiels. Und die Spieler beginnen hier mit identischen Decks von Entscheidungskarten und jedes Mal, wenn ein Spieler ein Unternehmen aktiviert, fügt er weitere Entscheidungskarten seinem Deck hinzu. Und das Wichtigste an dem Spiel ist die Buy-Action, mit der die Spieler entweder ein Gebäude oder eine Ressource vom Markt erwerben können. Wie gesagt, soll noch in diesem Jahr bei TL Games auf Deutsch erscheinen. Terraforming Mars bekommt die 5. Erweiterung und diese Version wird wohl als deutsche Retail-Version dann verfügbar sein. Allerdings nicht als Kickstarter und auch nicht mit dem Kickstarter Exclusives. Die Erweiterung trägt den Titel Turmoil und kann mit 1 bis 5 Spielern gespielt werden. Turmoil ist laut Verlag die größte und strategischste Erweiterung des beliebten Mars-Spiels. Mit dabei werden hier dann auch die Dual-Layer-Boards sein, die das Verrutschen der Klötzchen endlich verhindern. Laut Aussage von Schwerkraft wird das Ganze nicht beim Kickstarter schon auf Deutsch realisiert werden, sondern hinterher nur als Retail-Version in den Handel kommen. Da habe ich heute Morgen mich mit dem Tom unterhalten und der ist ein bisschen, säuerlich gestimmt, weil das Ganze leider nicht mit den Kickstarter-Exclusives und Add-ons etc. dann kommt, sondern wirklich nur in der Retail-Version auf Deutsch. Das heißt, hier werden wohl viele Terraforming Mars-Fans auf die englische Version ausweichen, nur um alles mitzunehmen, wie zum Beispiel die Dual-Layer-Boards, was ich ja schon mal vor Urzeiten in einem extra Video kritisiert habe, weil hier einfach man stößt an den Tisch und die Klötzchen liegen überall, nur nicht da, wo sie hin sollen. Für alle anderen, die nicht unbedingt das brauchen oder sich vielleicht sogar schon die zusätzliche Overlays besorgt haben, ist das natürlich vielleicht nicht ganz so schlimm. Anscheinend stimmen die Verkaufszahlen nicht mehr so, wie sie sein sollten. Zumindest ist das die offizielle Aussage, die seitens Schwerkraft bzw. über Stronghold Games vorliegt. Drumroll erscheint bei TL Games auf Deutsch. Und wer schon immer mal einen Zirkus managen wollte, der sollte sich dieses Spiel für 2 bis 4 Spieler unbedingt mal anschauen. Es dauert 90 Minuten und jeder Spieler übernimmt quasi die Rolle eines Zirkusbesitzers in den frühen 1900er Jahren und wir bewegen uns durch Europa, stellen Darsteller ein und spielen unsere Shows. Sieht lustig aus und wie gesagt auch eines der vielen angekündigten Spiele von TL Games. Ich glaube, da muss ich mal an dieser Stelle eine extra Übersicht machen, was dieser Verlag für 2019 schon alles im Köcher hat. Ist auf jeden Fall nicht uninteressant und doch einiges. Und dann als letzte Meldung dieser Woche, Fireball Island. Die neue Version 2019 erscheint auf Deutsch bei Asmodee. Fireball Island ist ja ein Spiel aus den 80er Jahren und wurde ja, ich glaube, letztes Jahr über Kickstarter quasi einen Relaunch finanziert und ermöglicht. Und nun hat Asmodee angekündigt und auch direkt ein Unboxing-Video auf dem eigenen YouTube-Channel veröffentlicht, wo sie das Spiel zeigen und auch sagen, dass es zur Spiel 2019, wenn alles gut geht, auf Deutsch erscheinen wird. Das ist ein Spiel, wo wir als Abenteurer uns auf einer dreidimensionalen Insel bewegen, die richtig dickes, Plastik pur in dem Spiel, bewegen und dann gibt's da diesen Vulkan, der dann Lava ausspeit, die dann über die Spielfläche rollt, uns Abenteurer mitreißt und uns immer wieder vor Probleme stellt. Wie gesagt, ein Spiel aus den 80ern, man sieht's an der Grafik, für 2 bis 4 Spieler Spielzeiten 45 bis 60 Spielminuten.
Und das war es tatsächlich auch schon von den News diese Woche. Vielleicht auch den Osterferien geschuldet, dass die News diese Woche sehr kurz und knapp gehalten sind und es mehr einfach nicht zu berichten gibt. Nächste Woche gibt es nochmal die News ganz normal am Freitag und dann werden wir vermutlich eine Woche Pause machen, da wir auf Spielewoche weilen und ich da nicht dafür garantieren kann, dass ich es schaffe, die News entsprechend zu produzieren. Werden wir dann aber vielleicht auch in einem verspäteten News-Video dann nachreichen, auch abhängig von der Anzahl der Meldungen. Solltet ihr Anmerkungen haben, dann dürft ihr die natürlich wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Mich interessiert da auch eure Meinung, auch bezüglich gerade Kickstarter. Sollen wir das in ein News-Video packen oder tatsächlich getrennte Videos? Lasst uns das auf jeden Fall auch wissen. Gibt es irgendwelche Spiele, wo ihr euch besonders drauf freut oder gibt es irgendwelche Problemchen, die ihr diskutieren wollt oder vielleicht zum Terraforming Mars Kickstarter, der leider nicht auf Deutsch kommt, beziehungsweise nur danach in Retail? Schreibt es einfach in die Kommentare, wir freuen uns da auf Interaktion. Und wie immer, News jeden Tag findet ihr auf brettspiel-news.de. Darauf beziehe ich mich ja auch in den Brettspiel-News. Und dann wünsche ich euch jetzt an dieser Stelle ein wunderschönes, entspanntes Osterfest. Genießt die sonnigen Tage im Kreis der Familie, sucht schön Spiele im Garten oder wo auch immer oder einfach nur Ostereier. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen, macht's gut und tschüss.